Ja, hi Leute, jetzt sitzen wir wieder hier in unserer kleinen Runde. Jetzt habe ich Vater und Sohn mir geschnappt und habe noch ein paar Fragen, die mir, aber auch direkt für euch auf der Zunge liegen. Und zwar, erste Frage geht mal an Alex. Alex, was ist denn so, du bist ja auch eher so auf den Kurzstrecken beheimatet. Was ist denn so deine Lieblingsserie, die du eigentlich im Training gerne schwimmst? Ja, also das hängt immer sehr davon ab, wie ich mich an dem Tag fühle, aber grundsätzlich mag ich was mit Flossen, wo ich wirklich auch, oder mit Paddles, wo ich die Geschwindigkeit wirklich spüre, wo ich wirklich auf hohe Geschwindigkeiten komme. Und ja, das sind eigentlich die Sachen, die ich wirklich mag. Okay, aber zwei wichtige Stichpunkte, ja, einmal Geschwindigkeit und aber Hilfsmittel. Wir aber gleich noch dazu kommen. Was ich eigentlich jetzt in diesem Video ansprechen wollte, ist das Thema, ja, Trainingsplan, Periodisierung. Ja, Saisonplan. Habt ihr zu Hause alle einen Saisonplan oder eine ordentliche Wettkampfperiodisierung mit euren Saisonhöhepunkten, mit euren harten Trainingsmonaten, mit eurer Übergangsphase, Wettkampfphase? Dirk, wie planst du denn eine Saison und wie kriegen die Sportler auch diese Planung, ja, vor die Nase gesetzt von dir? Also die Saisonplanung hat sich doch sehr stark verändert mittlerweile. Auch angepasst an die neuen Wettkampfformate, die es gibt, auch im Hochleistungsbereich gibt es nicht nur einen Wettkampf pro Jahr. Als ich geschwommen bin in den 80er und 90er Jahren, gab es nur die Deutsche Meisterschaft im Sommer und im Winter die DMS. Und das war es im Prinzip. Jetzt haben wir viel mehr Wettkämpfe im Jahr, wo man eine viel konkretere und diffizilere Planung benötigt. Und zwar diese Planung muss eigentlich darauf ausgerichtet sein, häufiger im Jahr auf Topleistung zu bringen. Das heißt, Planung ist das A und O, das Handwerkzeug des Trainers. Wer nicht plant, wird größere Probleme darin bekommen, auch die entsprechenden Ziele abzuarbeiten. Und so, darauf läuft es letztlich hinaus. Ja, wie gehen wir damit um? Also im Prinzip habe ich natürlich eine Saisonplanung, eine Jahresplanung, die sich natürlich an den Höhepunkten organisiert. Und dann versuchen wir, Makrozyklen innerhalb dieser großen Saisonplanung auszuarbeiten, die wir dann quasi innerhalb von 6 bis 12 Wochen abarbeiten. Also der Planungshorizont ist viel kürzer geworden wie früher. Das heißt, man schwimmt auch viel häufiger in einem höheren Geschwindigkeitsbereich, in einem höheren Belastungsbereich. Wenn man früher 3 Monate in einer Grundlagenausdauerphase gebracht hat, macht man es jetzt vielleicht noch 3, 4 Wochen und geht dann in den nächsten Zyklus über, weil schon wieder in 3 Monaten der nächste Top-Wettkampf ansteht. Also insofern, wir planen viel. Und auch das hat dann viel damit zu tun über die Serienlängen. Also, was Alex gerade sagte, er liebt es eben viel mit Paddles und mit Hilfsmitteln zu schwimmen, um Geschwindigkeit zu machen, machen wir sehr stark am Saisonbeginn eines Makrozykluses, damit die Sportler schon dort mit hohen Geschwindigkeiten konfrontiert werden und nehmen sukzessive im Rahmen dieses Zykluses die Hilfsmittel weg, sodass sie eigentlich vom ersten Tag an, erste Woche an schon schnell schwimmen, mit Hilfe und am letzten Ende, auch auf dem letzten Tag dann schnell schwimmen ohne Hilfsmittel. Also wieder ganz klar das Thema Geschwindigkeit, ganzjährig. Richtig. Ja, war ja eigentlich, also in meiner Karriere, ja, wir waren vielleicht zweimal im Jahr, waren wir in der Lage, schnell zu schwimmen. Das hat sich eben heute maßgeblich geändert. Da muss man auch die Inhalte ändern. Und sobald, wenn man sogar die Rennstrategien ändert, dass man versucht, jetzt hohe Geschwindigkeit am Anfang eines Rennens zu realisieren, hat das Auswirkungen auf das gesamte Training, das folgt dann auch letztendlich bis in die Serie hinein. Das heißt, wir fangen schon viel früher an im Jahr, intensivere 1500 Meter Serien, mal auch mit Flossen zu schwimmen, die schon in Wettkampfgeschwindigkeiten reingehen. Das heißt, schon in der zweiten, dritten Woche schwimmt auch ein Alexander oder ein Titenis Zeiten mit Hilfsmitteln, die sicherlich so schnell sind, wie er in 3, 4 Monaten überhaupt schwimmen will. Und was ich auch noch wissen wollte, wenn jetzt der Alex ins Training kommt, wie weit im Vorlauf weiß er schon über die nächsten 1, 2 Trainingspläne oder auch 1, 2 Wochen Bescheid? Da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Ich persönlich finde es sehr von Vorteil, wenn der Sportler weiß, was er zu trainieren hat, schon im Vorfeld, damit er sich ein bisschen darauf einstellen kann. Hat aber dann sehr viel was mit Disziplin zu tun. Das heißt, viele Sportler sehen darin sogar ein Problem, wenn sie wissen, in 3 Tagen gibt es eine super harte Serie. Dann knappern sie schon 3 Tage vorher dran. Du weißt, in 3, 4 Tagen muss ich hart schwimmen. Das ist ganz das Gegenteil, was ich damit bezwecken möchte. Ich möchte damit bezwecken, dass die Sportler lernen, auch mental sich auf bestimmte Höhepunkte einzustellen. Also unsere Sportler wissen sicherlich schon ein Vierteljahr im Vorfeld, was sie in 3 Monaten als Hauptserie schwimmen. Und müssen sicher 10 Tage, eine Woche bis 10 Tage vor dieser Serie, wie eigentlich die ganze Woche aussieht. Also die haben einen Plan vorweg. Wobei ich mich fast niemals vollständig an den Plan und den Takt halte, sondern mehr sehe,
was kann der Einzelne am Tag? Und wenn ich ihm merke, er kann das gar nicht realisieren, dann ändere ich den Plan. Also ich bin ja nicht so, dass ich, wenn ich ein Auto habe, gegen die Wand fahre und feststelle, das Auto geht kaputt, sondern bevor ich dann an der Wand bin, versuche ich lieber den Plan nochmal anzupassen und sein tagtägliches Gefühl darauf abzustimmen. Also sehr stark Kommunikation zwischen Trainer und Athlet und sehr starke Kommunikation, Interaktion sogar mit dem Plan, wobei ich immer ausbalancieren muss, Plan, Belastung, Entlastung und Athletengefühl. Also ich denke, zu Hause rauchen jetzt teilweise die Ohren am Laptop oder am Handy. Es sind brutal viele Informationen. Ich denke, wir können festhalten, Periodisierung muss auf jeden Fall da sein, aber Periodisierung sollte auch nicht zu 100% stumpf festgefahren sein, sondern eine gewisse Variabilität auch beinhalten. Das habe ich jetzt so ein bisschen für mich rausgezogen. Und natürlich ist es jetzt sehr viel Information für euch zu Hause, aber wenn ihr dieses Stichwort Periodisierung halt nochmal aufgreifen wollt oder da euch weiterbilden wollt, dann schwimmtrainer.de, unsere Trainerfortbildungen, die übrigens auch vom Deutschen Schwimmverband anerkannt werden als Fortbildungen für die diversen Trainerlizenzen. Also eine coole Sache, die meisten Vereine unterstützen das ja auch sogar finanziell, das heißt, man müsste es nicht mal aus eigener Tasche bezahlen. Da müsst ihr einfach mal bei euch im Verein nachhaken, wenn ihr Bock drauf habt, hey, meldet euch an. Was Besseres kann euch nicht passieren, ohne Scheiß jetzt. Und letzte Frage jetzt, vielleicht auch für die Zuschauer zu Hause, 2, 3 Mainsets, die du gerne deinen Sportlern antust oder mit denen du Fortschritte im Training erzielst. Vielleicht das ist eine interessante Frage, weil das natürlich sehr stark abhängig ist, wo wir uns im Saisonverlauf befinden. Ja? Logischerweise ist eine Serie für einen Mittelstreckler, muss sie anders aus oder einen Langstreckler wie für einen Sprinter. Aber wenn wir für einen Sprinter zum Beispiel gehen, halte ich sehr viel davon, dass wir Tauchserien, Tauchen und Schwimmen miteinander kombinieren. Meinetwegen 50 Meter Angangstempo, dann kurz Pause machen, dann 25 Meter Tauchen, volle Pulle. Oder wie das dann Markus Hogan, ein österreichischer Sportler, auch Weltmeister, Olympiamedaillengewinner uns gezeigt hat, der dieses Tauchen bis an die Grenzen heraus geübt hat, eigentlich permanent, sodass wir immer wieder Atemmangeltraining mit Geschwindigkeitstraining kombinieren und das mit einer Technik. Ausdauer- oder Mittelstreckenprogramme sind natürlich die Klassiker. Ich bin gar nicht so ein Freund davon, was großartig Neues zu erfinden. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Das sind ganz klare Strecken wie 12x200, 20x100, 15x100. Und natürlich im unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereich. Das Schlüsselwort, was ich habe, ist eigentlich immer Relevanz. Es muss relevant sein für das Ziel, was man hat. Dann hat eben das Ziel, die 100 Meter zu schwimmen, der andere das Ziel, die 50 Meter zu schwimmen. Aber Relevanz ist das, was man letztendlich dem anderen erstellen muss. Aber ich brauche nichts machen, was mich nicht weiterbringt, sondern das machen, wo ich auch weiß und der Trainer weiß, das hat einen Erfolg. Ja, ich denke, das reicht auch schon wieder an Informationen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, sag es nochmal, schwimmtrainer.de findet ihr alle Informationen zu Terminen, zu Seminaren. Und ich bedanke mich bei euch beiden, Alex und danke. Dirk. Und danke. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Ihr nehmt was mit für zu Hause. Und vielleicht sehen wir uns ja beim Macht's gut. Hier aus Graz von uns allen. Ciao, ciao.